Mein Name ist Jasper, ich bin 23 Jahre alt, studiere seit Oktober hier in Kassel Stadt- und Regionalplanung, ein guter Studiengang übrigens, und bin, wie man sieht und leider auch besonders hört, Pre-Testo und auch noch Pre-Therapie, die beginnt für mich morgen. Ich weiß eigentlich schon seit März, April, dass es eigentlich genau das ist, was ich will und habe da aber noch in Mannheim gewohnt und hatte da eben Therapeuten gesucht und habe im April, glaube ich, angerufen und hätte im August einen Termin gekriegt, was schon ziemlich bitter ist. Und habe genau im August dann die Studienzusage aus Kassel gekriegt. Also konnte ich den Termin auch direkt absagen und durfte dann hier suchen und konnte dann nochmal 4 Monate jetzt auf dem Termin Ende November warten. Ich werde die Therapie dann beim Herrn Hafke beginnen. Ich denke, einige kennen ihn, gerade hier aus der Region. Und ich bin so ungeduldig. Ich bin inzwischen so ungeduldig. Ich meine, ich bin mit meinem Aussehen ganz zufrieden, ist okay. Aber die Stimme ist halt ultra verräterisch. Sobald ich irgendwas sage, ist eigentlich schon vorbei. Also alle Leute, wenn irgendwie ein Kontrolleur mich halt vorher junger Herr genannt hat, sobald ich was sage, kommt dieses Zusammenschrecken, ja, und oh, junge Dame, bla bla bla. Und dann könnte ich kotzen. Es nervt. Auch die Situation in der Universität. Ich bin zum Teil, also 12, 14 Stunden in der Uni ist eigentlich relativ normal. Und ich muss die ganze Zeit ein Bein ertragen. Es geht auf den Rücken und ihr kennt das ja. Es nervt einfach. Es tut auch irgendwann weh und scheuert und die Rippen tun weh. Und man möchte ihn eigentlich bloß noch rausziehen, aber man kann halt nicht, weil man hat noch 5 Stunden ein Modell zu bauen oder so. Das ist frustrierend. Und bis ich den Bein dann nicht mehr brauche, werden noch 18 Monate, 16, 18 Monate ins Land gehen. Und wenn ich daran denke, dass es wirklich noch so lange dauert, dann. Das frustriert ziemlich. An der Uni hat ansonsten alles ganz gut geklappt. Ich habe mich direkt eiskalt mit dem Namen Jasper vorgestellt. Es klappt auch, weil ich meine, sie haben ja keinen anderen Namen, den sie benutzen könnten. Nur, dass er und sie klappt nicht so richtig gut. Also ich glaube schon, dass mich einige oder die meisten eher männlich wahrnehmen. Aber sie sagen trotzdem sie. Ganz oft, sie berichtigen sich auch, aber das ist ultra frustrierend, weil man halt nicht weiß, woran es liegt. Oder man weiß, woran es liegt, aber man kann halt nichts dran ändern. Ich kann nichts an meiner Stimme tun, außer versuchen, tiefer zu sprechen. Und das Ergebnis ist auch irgendwie so lala. Ja, mich nervt einfach dieser Moment des Dazwischenseins momentan. Ich habe es so oft, dass ich über die Straße gehe und dann Leute über mich tuscheln höre. Und ich meine, ja, man kann das irgendwo als Kompliment nehmen, wenn man nicht sofort weiblich aussieht oder so, aber es ist auch irgendwie belastend, dass es so offensichtlich ist, dass irgendwas mit einem anders ist und dass man dann halt irgendwie so angestarrt wird und die Leute über einen tuscheln und. Ja, ich weiß nicht. So besonders abends auf Partys, wenn sie was getrunken haben oder so, dann wird es halt schlimmer. Aber halt auch im normalen Leben. Ich fahre irgendwo mit dem Fahrrad dran und höre dann irgendwie bloß so ein Typ auf dem Aufprall, das ist ein Typ oder ein Weib. Ja, ich weiß nicht. Also die ganze Situation ist momentan sehr unzufriedenstellend für mich. Genau. Also, ich bin ab jetzt euer Typ für sonntags. Und wünsche euch noch eine gute Woche und einen guten Start in die nächste Woche. Ciao.